Hey Leute, ich freue mich gerne über ein Abo, Like oder Kommentar. Abonniert einmal meinen Kanal, dann seht ihr immer die aktuellsten Videos. So. Einmal Ein hier. Gecko gekauft. Muss mal gucken, ob der große Wassertank. Guck mal, der Futtertank ist schon wieder leer. Wir hatten kaum Geld. Muss mal Futter nachfüllen. Ja, ich war mal kurz shoppen gewesen, da waren dann nur noch 10 Dollar drauf. Ist jetzt noch Oder Geld da? 20. Also alles leer. Ja, ich habe die Eier jetzt alle verkauft. Im Wert Geh an den von 1 zu Silo-Dingsbums. 9. Geh ans Silo und fütter. Obwohl, da ist ja noch Futter da. Ja. Du kannst ja Wasser noch in den Wassertrog kippen. Wir haben noch einen Wassertrog, oder? Da, das große Teil. Bitte da. Naja, gut, der ist auch fast voll. Okay, super. Ich mach die Wassereimer immer in der Nähe von den Futterstellen. Dann müssen die Hühner nicht über den ganzen Hof latschen. Ah, der ist ja auch gleich leer. Also wenn du nicht alle rauspumpen willst, was sehr nervig ist. Ich habe es ungefähr 10 Mal gemacht, danach hatte ich keine Lust mehr. Ach ja, ich meine, es ist mir ganz schön dunkel. So, ich lege mich mal wieder zu den Tieren. Zu den Schweinen. Machen wir mal ihr Licht an. Perfekt, wir leuchten alle die Tiere. Nur weil ich die Taschen am Band gemacht habe. So, und jetzt geht's ins Bettchen. Boah, 6 Bären erledigt. Und ein Reh. Was sucht denn das Küken hier? Ein Küken ist immer bei den Schweinen. Irgendwann legen die Schweine ihr Eier. Weiße Eier. So. Mal gucken. Ich werde noch ein bisschen auf Jagd gehen. Irgendwann brauche ich gar nicht mehr zu jagen, wie beim alten Spielstand. Da mache ich alles nur noch mit den Schweinen. Und dann ist genug Kohle da, dass man sich auch mal eine Kuh holen kann. Na, aber was sehe ich noch melken? Eigentlich müsste man jeden Tag morgens erstmal gleich zum Best Burgers fahren. Ich finde es so schade, dass es kein Fahrrad gibt. Das wäre cool. Wisst ihr, dass man keinen Sprit mehr verbraucht? Fahrrad? Ach nee, das gab es ja bei Night of the Dead. Nicht hier bei dem Spiel. Meine Güte, ich fahr geradeaus und da fährt wie ein Sau. Mann, ey, da war eine kleine Bodenwelle und der springt jetzt gleich über 3 Türme. Jetzt ist wieder die Eier 1 zu 5. Es war gut, dass ich die bei 1 zu 9 verkauft habe. Ja, je nachdem, wie dringend man das Geld gerade braucht, ne? Haben wir jetzt den Fleischwolf endlich? Ja, und eine Wurstspritze. Ein automatischer? Ja. Cool. Ich habe gleich Elektronik geholt, weil ich habe keinen Bock mehr. Meine Jüte, ey, was soll das Scheiß? Ich habe keine Lust mehr, wieder den Finger Also hier du wund zu warst 2, 3 sträuben. Tage komplett jagen und hattest dann so viel Wildfleisch, dass du das... Nee, du hast ja verkauft für 2500. Ja, zu 1,4. Besser hätte ich es nicht gekriegt, aber noch länger warten hätte sich jetzt auch nicht gelohnt. Aber wir brauchen ja das Geld. Ja, einen Tag später war 1 zu 7. 1,7. Nicht 1 zu 1,7. 7. 1,7, ja. wusste ich nicht. Du, das weiß man ja nie im Aber wenn Voraus. das Geld dir reicht hat, dann ist es doch trotzdem gut. Da mache ich nur 20, 30 Dollar da drauf. Davon habe ich mir noch aus dem Eierkorb geholt. Wurde der andere aus Versehen mitverkauft? Ich weiß nicht. Nö, ja, der war im Gehege.
Boah, ey, ich sehe mich nicht, aber bist du Naja, blind? aber dann kannst du jetzt immer einen Eierkopf ablegen und immer so legen. Schließ ihn da einfach mal an, der kommt doch. Ja, So. ein Backbär. Ja. Der wird besser backt. Den muss man erstmal noch, muss man hingehen, damit er sich niederkniet. So, hier. Ich glaube, am Anfang die gute Tischsäge zu holen lohnt sich auch nicht. Na, endlich. Da kann man auch erstmal die schlechte holen. Selbst wenn es ein bisschen länger dauert. Tja, also im Grunde muss So. man jagen, wenn man sonst nicht so richtig vorwärts kommt. Mit den Eiern kann man ja gerade so mit Futter kaufen. Ja, stimmt, mit den Eiern, ja. Da bleibt ja immer nur ein ganz bisschen übrig. Also wenn man die Hühner nicht massiv züchten will. Gut, ist hier noch ein Bär? Weil ich sammle ja gerade wieder gutes Wildfleisch. Fleisch? Fleisch. Der tote Fleisch. Eine Tüte Fleisch. Nö. Oh, doch da. Ich glaube, die Kleine schläft jetzt aber auch besser durch, weil ja, wann ich abends dann noch diese halbe, dreiviertel Stunde mit ihr So. kuschel, weißt du? Ich habe einen Bär an der Angel. Komm mal zu mir, kann die Folie brauchen. Ich laufe ihn extra langsam, damit er mich bekommt. Okay. Apropos, wo ist mein Auto? Da! Folgt ihr mir noch? Ich drehe mich lieber nicht um, sonst habe ich die Kralle im Arsch. Wow! Wusste ich doch. Der war ziemlich unfreundlich zu mir. Boah, diese Musik. So. Du kannst das Radio ausmachen. Ja, ich weiß auch gar nicht, warum das mal angeht. Na, weil du ständig auf R drückst. Ja, wie Radio. So. Wieder drei Beeren. Die kriegt sie echt voll. Gut, dann nehme ich die mal hier rüber. Willst du denn irgendwann noch ein neues Auto holen, damit du mehr transportieren Ich kannst? werde noch einen LKW irgendwann holen. Lohnt sich denn die Zwischenstufe, dass man nicht gleich ein LKW holt? Weil da gibt es noch ein anderes Auto, das ist kleiner und nicht so teuer. Ich muss schauen, was ich kaufe. Da kann man die Kühe transportieren. Weil der LKW lässt sich auch so mega schlecht fahren. Ich meine, du hast jetzt fast die Strecke schon leergeräumt, aber die Strecke Richtung normalem Laden müsste eigentlich noch ein bisschen leerer machen für einen LKW, weißt So. Perfekt. Dann wollen wir mal in die andere Richtung kurz fahren. Oh Gott, Scheiße. Nein. Ich muss zurück. Ich muss tanken. Bin ja fast leer. Hast du den Tank nicht hinten drauf? Nee. Warum nimmst du den nicht immer mit? Ich hab dir den Gut. extra aufgemacht. Ja, weil ich einen Platz brauchte. Ich habe die elektrische Fleischspritze geholt. Also ich nehme jetzt immer einen mit. Ich glaube, ich hänge den gleich rein. Bleibt der denn jetzt noch drin? Ah, so. So, wollen wir mal Bleibt der hochfahren? denn noch drin? Weiß ich gerade nicht. Ich bin hier gerade am Überlebensfahren. Dann solltest du nicht so schnell fahren.
Ich bin doch gleich da. Bin ja gleich da. Bumm.